Ja, wir sind aus dem Dungeon zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. So ein bisschen habe ich schon was gemacht. Ich zeige es euch nach dem Logo gleich, damit ihr seht, was das Tolle ist. So, und dann drehen wir uns um. Und dann seht ihr, ich habe das Geschirr gemacht für diese Dead, keine Ahnung, wie sie jetzt heißen, ne? Und dadurch haben wir jetzt Viere und wir können sogar, wenn wir, kann ich euch eine Palbox wahrscheinlich zeigen, das war hier, ne? Wir haben jetzt hier zwei, wir können noch zwei dazu machen, weil vier passen wohl in dieses Geschirr und dann kann man vier von den Dead Dreams mitnehmen und dadurch hat man vier Leute an der Seite, die dann, ne, sag schon, ja, den einen rausgeschmissen, seht ihr, was passiert, dann wird einer davon sozusagen dafür gemacht, das bringt's also nicht. Ja, das haben wir jetzt, ne? Gut, wir müssten aber noch weiter schauen. T drücken wir mal, weil wir können mal in den Paldex gehen und mal schauen, was wir denn jetzt hier noch mitgebracht haben. Weil wir haben auf jeden Fall diese. Haben wir den schon gehabt? Gibt man Joghurt Christ einen Strohsitz? Ist die in seinem Körper gespeicherte Kälte frei? Okay, den haben wir noch nicht mit dem Kühlschrank. Haben wir Fixie schon gehabt? Das Darling von ganz Palabagos. Wer Fixie P sagt, macht sich ganz schnell die ganze Welt zum Feind. Okay. Farmer bald und sammeln. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich will. Den haben wir wohl noch nicht. Ne? Tefand haben wir schon drüber gesprochen. Depresso haben wir schon gesprochen. Cremissimo, Dremdram, Oshua. Fuddler. Handwerk, Bergbau und Transport kann der Fuddler. Killamari. Transport und Sammeln, also nichts Dolles. Mau haben wir auch gefunden, der kann Farmarbeit. Kalari hatten wir schon. Die anderen haben wir gesehen, aber nicht erwischt. Jetzt das Melpaka ist noch neu. Kann auch nur Farmarbeit, hat, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Und dann ist es das schon gewesen, oder? Ja, die ganzen, da ist noch einer, den wir schon mal gesehen haben. Mamores, das wäre der Dicke. Griswold, okay. Technologien. Wir haben 15 Punkte und 3 Punkte. Das haben wir ja schon gemacht. Jetzt hätte ich ja gerne noch den kleinen Futterbeutel gemacht, aber irgendwie, ist toll, wenn so ein Pop-up da kommt und man kann es nicht auswählen, ne? Ach, den haben wir schon. Okay, da hätte ich jetzt mitgerechnet, dass wir den noch nicht haben. Aha, so sieht's aus. Hier steht eine 1, das heißt, den können wir jetzt machen. Antiktechnologie-Punkte. Premium. Okay, den können wir auf jeden Fall auswählen. Will ich auf jeden Fall auch machen, weil das ist so ein Enterhakenteil und da kann man ganz gut durch die Gegend sich ziehen, auch wenn man zu schwer ist, habe ich gesehen in einem Video. Jetzt haben wir noch zwei Punkte und das wäre hier Palensafter. Und den machen wir auf jeden Fall auch, weil der ist richtig cool, weil wir immer wieder Palsaft brauchen, ne? So, und dann haben wir noch 15 andere Punkte. Jetzt gehen wir mal nach oben. Von oben herab haben wir alles schon hier auf. Hier, der war der Melpaka-Sattel, den können wir dann machen. Ach, das ist ein Reittier auch noch. Na komm, dann werden wir das mal machen. Ich hoffe, der ist schneller wie der andere. Giftbogen und Giftpfeil, Sandsack, arktische Trachten, okay. Feldhahnschmuck, Fleischerbeil, da kann man schlachten, das war aber nicht so. Eiktür-Dir-Sattel. Ja komm, den machen wir auch. Übungsdummy, Wandfackel, Schaukäfig, Megashit, hitzeresistente Fellrüstung, Feuerheizung, Pinguin-Panzerfaust, das hört sich auch gut an. Steinbausatt, Eiskühler, kälteresistente Fellrüstung, Megaleiter. Okay, ein faltbarer Gleiter zum durch die Lüfte gleiten, Industriefertigprodukt. Fluggeschwindigkeit für die Herstellung wird hochwertige Werkbank benötigt, aber da will ich ja andere Tiere für haben, ne? Zement ist natürlich cool hier. Wer weiß, was wir damit bauen können. Großes Werkzeugkiste, Zuchtfarm. Hier kannst du zwei Pals hinschicken und sie Eier legen zu lassen lassen. Torte benötigt. Aber das machen wir mal, weil dann für den Palensäfter brauchen wir das vielleicht am Ende, ne? Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager die Arbeitstempo von Handwerk. Hört sich auch gut an, dass sie schneller sind. Teppichset, okay. So, jetzt haben wir da unten nichts mehr. Gigasphäre ist klar, Waffenwerkbank, olympisches Feuer. Und dann fehlen uns noch einige Sachen. Da müssen wir wahrscheinlich erst Pals für haben. Oh, hier sind noch so Handschuhe.
Thermohandschuh zum Greifen von Yoda Christ ermöglicht es die Yoda Christ damit bei der Aktivierung der Vaterfähigkeit als Eisgranate zu verwenden. Okay. Das ist hier nur Deko, ne? Holz 30, Stein 5. Oder ist das wirklich ein Aufbewahrungsmöbel? Weiß ich nicht. Sandsack bin ich jetzt noch nicht so, dass ich das brauche, oder? Das war hier irgendwie ein Kopfschutz, ne? Kopfverletzung. Komm, das nehmen wir mal bei. Fleischerball. Übungsdummy. Ich weiß nicht, wer da üben soll, aber ich mach's mal. Wandfackel. Vielleicht ist dieses Megaschild gut. Ich nehme das auch noch mal mit. Jetzt ist noch ein Punkt da. Antikes Aufbewahrungsset. Ein Antisäuerungskistenset zur Aufbewahrung von Gegenständen. Ja, komm, das nehmen wir mal mit. Da können wir die Zündkerze vielleicht reintun. Haben wir das? Aber warte mal, da war ja vielleicht noch ein Team. Ist klar, das hatten wir schon geklärt. Inventar wissen wir auch. Das haben wir schon leer geräumt. Paldex, Gilde, Optionen. Ne, mehr war nicht. Ach, hier, Werte erhöhen. Zwei Punkte haben wir da. Ausdauer. Und Gewicht wäre wieder interessant, ne? Ausdauer können wir weiter fliegen sozusagen. Angriff wäre natürlich auch nicht schlecht, aber die Dingens ist ja jetzt gerade noch, die Armbrust ist ja jetzt noch gerade gut, ne? Arbeitstempo. Nee, das machen die Pals. Ich glaube, ich mache das so. Können wir noch mehr tragen. Da flackert es jetzt irgendwie so komisch. Haben wir das schon mal erledigt? Erledigt. Ich hatte auch noch was freigeschaltet. Das war Baumodus. Hier diese Kiste. Dafür brauchen wir Metallbarren und Holz, okay. Das heißt, das haben wir noch nicht. Und was ich noch hatte, gesehen hatte, das ist hier hinten hinter, ne? Gucken wir mal, was das gewesen ist, ne? Das ist schon ausgebrütet. Und das ist der Penking, hat das Licht der Welt erblickt. Du hast einen neuen Pal gefangen, Penking. Dieser Pal ist nicht mit Pengolett verwandt, genießt aber die Aufmerksamkeit, die dadurch. Okay, kann ich jetzt nicht mehr lesen. Und ich glaube, wir haben kein Ei dabei, ne? Ne, das heißt, wir müssen jetzt erstmal eins holen. Und dann schauen wir, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, hier rechts in den Kisten war das vielleicht, ne? Aber nicht in der, sondern in der. Ein gewöhnliches Ei, ein düsteres Ei, ein zerfurchtes Ei, ein heißes Ei. Das düstere Ei interessiert mich ja jetzt als erstes, ne? Das lassen wir da mal ausbrüten. Schauen wir mal, eine halbe Stunde braucht das, ne? Ach ne, das braucht nur 5 Minuten, das geht schneller, okay. So, jetzt müssen wir nur diesen einen Kameraden noch gucken. Der hatte so einen komischen Helm auf, ne? Hier ist er nicht bei. Da ist er. Penging. Dieser Pal ist nicht mit Pengolett verwandt, genießt aber die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt und spielt mit Freunden im Part. Ah, unser erster Level 2 ist das. Das ist ja cool. Bergbau. Okay, der kann Kühlung, Bewässerung. Das kann der auch. Und der kann noch zusätzlich Bergbau. Ja, und dann alles Level 2. Das ist ja cool. Gut, das bedeutet ab an die Palbox. Den tauschen wir aus. F. Ach, den haben wir noch nicht mal in unserem Team. Nee, doch, im Lager ist er hier. So ist es, okay. Da ist er. Das heißt, wir tauschen die beiden. Weil der ist ja jetzt der bessere, ne? Die haben. Oh, warte mal. Hier ist sogar einer mit Transportieren 2, okay. Die meisten hatte ich aber alle mit 1 hier. Aber der hier ist der. Ne, der hier ist der erste mit 2 Transportieren und Pflanzen. Müsste man jetzt mal gucken, ob wir hier einen mit Pflanzen haben, den wir dann austauschen können. Aber die können noch alle ein bisschen mehr.
Was kann er denn hier? Ach so, Feuer machen, okay. Ah, warte, hier ist Pflanzen und der Zaun. Ah ne, das ist transportieren und nicht der Zaun. Okay, das bringt mir dann nichts. Okay, dann war es das erst noch. Lager verbessern ist noch nicht drin, weil wir müssen noch einen Kochtopf haben, Weizenfeld haben und die Mühle haben. Aber das würde ich ja gerne erst in der anderen Dimension da anfertigen, ne? Foxpark kommt seiner Arbeit nicht nach. Wo ist denn der Himmelhund? Hey, was ist los? Kann ich doch aufheben, ne? Oder wie war das? So, zack. Hier ist Feuer, du arbeiten. Macht doch trotzdem nicht, der Himmelhund. Egal. Haben wir genug Grünes zum Verbessern? Haben wir wohl. Dann erhöhen wir das doch mal, oder? Und da fehlen uns jetzt reichlich noch, okay. Und bei den Pals, da fehlen uns aber auch noch Sachen, ne? Obwohl, da sind drei ja da. Der 18er. Achso, das ist schon der. Hat keine Erhöhung. Und der? Auch keine Erhöhung. Das sind ja unsere Angreifer, ne? Das erhöhen wir mal. Ah ne, warte mal, ich muss den abwählen, den anwählen und dann kann ich hier auch den Angriff erhöhen. So. Ach, den muss ich erst immer ausschalten, ne? Okay, das war das Reittier, ne? Es wäre dann zu überlegen, auf dem zu reiten. Okay. Was kann er? Nix. Ja, das müssen wir dann so überlegen, ne? Den einen bewahren wir noch auf. So, müssen wir noch was weglegen? Ich glaube nicht. Ne? Ah, warte mal, da ist noch ein Ei, das nehmen wir mal mit. Vielleicht sind die 5 Minuten schon rum, weiß ich nicht. Gucken wir mal schnell. Ist das eine Ei schon fertig? Okay. Ei einsetzen geht noch nicht. Ist aber gleich soweit. Können wir Barren machen? Weil die waren gefordert. Ne, können wir nicht, uns fehlt Eisen. Eisenvorkommen haben wir noch nicht. Das wäre da unten, ne? Jetzt kriege ich die Fackel wieder nicht. Die ist hier zwischen, ne? Aber ja, jetzt hat es mal geklappt. Ja, bringen wir erstmal das Eisen hier hin. Oder beziehungsweise das Erz. Damit wir ein paar Barren mehr kriegen. Und was wir noch wollten, war bauen, ne? Nur mal gucken. Was kostet der Spaß denn? Holz und Nägel. Okay. Antiker Kleiderschrank. Holz und Nägel. Hier hatten wir Metallbarren und Holz. Metallbandregal. Habe ich das auch gebaut? Kann ich mich nicht erinnern. Antike Kommode, okay. Vielleicht gab es das auch mit Level Up. Und hier unten der Kochtopf. Holz und Metallbarren auch. Ja, lass uns mal gucken, können wir das. Weizenfeld, ja, können wir zwar bauen, aber, oder können wir noch nicht bauen, aber Weizensaat fehlt uns, das ist jetzt das Problem. Und ich denke mal, wir gehen mal ins kleine Dorf, beziehungsweise vielleicht macht Sinn, gerade schlafen zu gehen. So, und dann können wir nämlich mal ins Dorf gehen, oder in, ja, war das Dorf, ne? Weil da gibt es ja einen Händler und dann gucken wir, dass wir die Saat da vielleicht kriegen, ne? Ich weiß aber nicht, ob es die da gab. Aber würde Sinn machen. So die Frage, wo war der Händler?
Wo war der Händler? Da unten ist was. War da, weiß ich nicht. Das ist nicht der Paltyp, das ist der Händler, oder? Fahrende Händler, okay. Kaufen. Ich hab's Geld nicht mit, ich hält. Da gibt's Weidensamen für 100. Nochmal ansprechen. Und verkaufen. Was können wir verkaufen? Das bringt ein Gold. Das würde 92 Gold bringen, okay. 20 Gold. Ne, warte mal, Rechtsklick muss man machen. Dann würde ich 20 kriegen. Der Speer würde. Hat so viel Geld bringt er? 898? Ist das wirklich wahr? Ja, dann kann ich doch schnell nachmachen, oder? Oder könnte ich schnell. Die bringen nur 28. Das bringt sogar nur 1. Die würden 644 bringen, okay. Ich brauche aber nur 100. Die 5 Brote, die bringen auch 100. Ich habe genug Eier, ich verkaufe die. So, jetzt die Samen kaufen. Die Weizensamen kaufen. Erledigt. Haben wir sie? Ja, das war das Wichtigste. So, ab zurück ins Lager. Wir bauen eine Weizenfarm. Müssen wir aber noch andere Sachen dafür haben, ne? Warte mal, was müssen wir denn dafür haben? Holz und Weizen. Weizensaat dreimal. Na super, das hat ja wieder gut geklappt. Zack, wieder zurück. Wir verkaufen noch was anderes. Verkaufen. Was verkaufen wir jetzt? Was war das? Der Speer. Komm, zack, weg damit. Ach so, jetzt habe ich Geld gekriegt, okay. Und ich habe genug Gold eigentlich. Ich hätte nur zurückgehen müssen, ne? So, kaufen. Noch zweimal kaufen. So, lass uns gerade noch gucken hier. Diese Baupläne, ich weiß nicht, wie man die aktiviert, immer noch nicht. Mit primitiver Werkbank kann das gefertigt werden, okay. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Weizen, Milch. Oh, hier gibt's Hörnchen. Ja, wofür brauchte ich das auch, ne? Kostet 300 und das. Ach, ich lasse das erstmal so. Ich weiß nicht, wofür ich es brauchte. Jetzt ist die Frage, wo wir die Weizenfarm hinsetzen, ne? In diese neue Basis hier. Ja, komm, wir fliegen da mal hin. Mal gucken, was uns da erwartet. Also hier sind keine Angreifer, das ist schon mal gut, ne? So, da ist Ernte. So, was braucht man dafür? Holz. Das heißt, Axt raus, Holz hacken. So, dann haben wir auch genug Holz erstmal. So, und dann wollen wir hier neben die zweite Farm haben, die Weizenfarm. Oh, die ist ja viel größer, wa? Kann das sein? Okay, das ist nicht so schön. Dann mache ich die woanders hin. Geht die hier hin? Der Boden muss vollständig. Ach so, okay, das war in der Höhe vertauscht. Kriege ich das hier irgendwo hin? Hier sieht es doch gut aus, oder? Okay, die machen das schon zu dritt, das ist schon mal gut. Und jetzt sag nicht mehr fahren. Mir fehlen jetzt Samen, wetten? Oder geht die erste Farm so?
Komm, wir helfen mal mit. Das dauert ja ziemlich lange, ne? Seht einer? Kann ich sehen? Sieht so aus, als ob ich das könnte. Aber geht das? Ah ja, da oben. Oh, Überfall, Wilderer. Armbrust habe ich hier. Wo sind die Wilderer? Kommen von da. Fox, geh woanders hin. Meine Güte, schießen hier Leute gut. Ich glaube, wir haben ja eine ganz gute Verteidigungstruppe schon, oder wie sehe ich das? Hey, nicht die Kiste kaputt machen. Alle Gegner sind zurückgeschlagen. Und haben die ordentlich was dagelassen? Wir sind fast kaputt, wa? Hier liegt noch was. Da vielleicht noch. Alle sind am Essen. Ja, das ist okay. Bau da Steine ab. Gut, wir regenerieren ja auch. Jetzt ist die Frage, ob da oben was passiert an dem Feld. Wahrscheinlich nicht, ne? Fühlt sich wieder keiner zuständig für, oder wie ist das? Doch, da ist einer dran, sogar. Komm, dann helfe ich denen, dann geht's schneller. So, nächster Schritt ist bewässern. Das machen zwei, da brauche ich nicht helfen. Hier haben wir jetzt noch Wolle. Das Schäfchen ist hier gar nicht drin, oder? Ist das tot? Wo ist das? Was war das jetzt? Das Wollknäuel kommt doch jetzt hier hoch, oder? Es geht doch bestimmt wieder in seine Farm, oder? Ja, wunderbar. Wasser kommt auch drauf, auch sehr gut. Das heißt, wir machen unseren ersten Weizen. Hier liegt noch einer, okay, dass der so tief im Lager war, krass. So, Lagerverbesserung, wir haben jetzt das Weizenfeld, jetzt fehlt uns die Mühle. Stopp, da ist die Mühle. Können wir sogar bauen. Da vorne hatten wir so Sachen gebaut, ne? Wollen wir mal gucken, ob die hier hingehen? Wieso liegen hier diese Steine? Baut die auch einer? Drei Leute bauen die. Gut, dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. So, das waren zwei. Jetzt noch ein Kochtopf, war das dritte, ne? Wo ist der Kochtopf? Da. Da brauchen wir Metallbeilen und drei Feuerdrüsen, die wir nicht hier haben. Die haben wir im anderen Lager. Wie sieht es mit Essen bei euch hier aus? Habt ihr genug? 28 nur, ne? Könnte mehr sein. Was ist das denn hier? Flintenmunition, okay. Paldrüsen. Oh, guck mal, da gab es eine Gigasphäre diesmal. Okay. Kann man das auch noch aufheben hier? Ja. Hier unten los? Achso, da ist ein Paul im Wasser. Gut, ich würde sagen, wir gehen ins Hauptlager und schauen gerade, dass wir die Sachen für den Kochtopf zusammenkriegen. Stellt sich mir gerade die Frage, ob das egal ist, wo der Kochtopf steht, ne? Wahrscheinlich, oder? Metallbarren fehlen uns sechs. Wir hatten eben 8 Stück in Auftrag gegeben. Ich hoffe, irgendwer hat die schon fertig gemacht. Ja, hat er. Sehr schön. Warte, da stand das Ei ist fertig. So, wen kriegen wir jetzt? Er rappelt schon am Ei. Da drüben. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt verkehrt, ne? Haben wir noch ein Ei in der Tasche? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann bauten wir das auch noch aus. Das braucht 6 Minuten, okay. So, das bedeutet, wir gehen gerade an unsere Parkkiste. Sind die fertig? Ja. Gehen hier gerade dran.
Machen das. Und jetzt muss einer von denen weichen. Weil wir den hier haben. Das war Level 18. Angriff 187. Und er hat hier Angriff 210, 187, 151, 146, 70. Er hat 40, 35, 30 bei den Werten. 40, ja, ich glaube, der ist ein Tacken. Nee, doch nicht. Eigentlich wäre der besser. Schlammschuss, Luftkanone, Sampfoten. Er hat Aquaschuss, Powerschuss, Aquajet. Passivfähigkeiten, Herbizid imprägniert. Angsthase, Frohnatur. Ja, der kann aber besser im Lager eigentlich arbeiten, auch hier, ne? 16, 18. Weiß ich noch nicht. Lassen wir so. Und die sind jetzt zu dritt, wie ihr seht. Jetzt haben wir schon so eine richtige kampffähige Truppe da, ne? Was wollten wir gucken? Ob wir den hier bauen können, ne? Wir haben alles. Hier im Lager. Die Feuerdrüse müssen wir dann aber noch mitnehmen, weil die hier. Ich nehme die mal mit, weil ich will die doch definitiv da hinten bauen, weil wenn ich sie hier baue, wird zwar hier das richtig sein, aber was bringt mir das Feuer hier, wenn ich hier schon zwei habe? Und ich denke, das andere ist ja vielleicht auch das bessere Lager demnächst. Denke ich. Jetzt reicht irgendwas wieder nicht wetten. Die Metallbahnen sind nicht mitgekommen. Na super. Also wieder zurück. Und dann machen wir den Kochtopf hier neben, oder? Kann nicht gebaut werden, da ein anderes Werkzeug. Okay, ist klar. Aha, da reicht's. Und die bauen da alle dran, das ist schon mal gut. So, er macht da. Hier müssen wir Essen reinschmeißen, die neuen. Was haben wir sonst noch? Hier sind noch Spiegeleier. Haben wir denn genug mit? Wir haben noch 15, das ist vielleicht nicht ausreichend. Halbieren wir das mal gerade und packen da noch 15 zu. Und die anderen 15 könnten wir dann. Das klockert hier aber ganz nett, ne? Die 15 machen wir mal hier rein. Dann haben die mehr zu essen hier. Ist noch was? Ich glaube nicht, ne? So, fertig gebaut. An der Palbox können wir dann Level Up machen. So, 11. Maximale Anzahl an Arbeitsplätzen 11. Jetzt 12 als nächstes. Und wir brauchen eine Waffenwerkbank. So, und wenn ich jetzt hier reingucke, wie sehe ich dann? Ah, hier sind jetzt zwei Plätze frei. Pals am La im Lager. Ne, drei sogar, wow. Aber das ist hier am anderen Ort, ne? Okay, ne, die. Obwohl, eigentlich haben wir hier so schwache. Der ist stark. Tauschen wir mal aus. Warte, Sortierung nach Level. Das ist der Schwächste. Das heißt, wir müssen nach vorne. Er ist der Stärkste. Ich weiß jetzt nur nicht, ziehe ich die dann aus dem anderen Lager ab? Nein, ne? Weiß ich jetzt nicht. Machen wir aber. 16, 7. Den haben wir nicht hier. 12 und er hat 7. Er kann hier. Kühlschrank kann er, ne? Den müssen wir im anderen Lager noch dazu setzen. Er kann gießen, aber haben wir hier wen für? Hier ist nochmal Bergbau und Tragen. Kommst du hier hin? Hier haben wir Strom. Das ist für das andere Lager erstmal.
Was haben wir sonst noch für welche? Er kann auch Eis. Oder haben wir also schon einen da, ne? Hier sind noch mehr welche mit Strom. Stromhandwerk tragen, kommt erstmal hier hin und einer geht noch. Was ist mit ihm hier? Nee. Nehmen wir nochmal ein Multitalent vielleicht. Er hat vier Möglichkeiten. Er macht nur Feuer. Haben wir denn zwei mit Feuer? Ne, einen nur. Komm, wir machen ihn noch rein. So, jetzt können wir mal gerade hier in den Truhe gucken, was hier passiert. Rezept wählen. So, hier gibt es mehrere Rezepte. Läuft das dann ja auch schneller? Ach, das läuft sogar von alleine. Das ist cool. Der Kochtopf geht von alleine. Das andere Feuer taucht dann also nicht mehr. Ja, hier ist mal ordentlich, ne? Wäre schön, wenn jetzt einer noch das hier abbaut, ne? Automatisch. Okay, da wird hier abgebaut. Dann sollten wir das auch noch einsammeln. Okay, schon kaputt. Da vorne war auch noch mehr, ja. Kommt irgendwann der Respawn. Was ist hier mit der Mühle? Was kann man da machen? Rezept wählen. Mehr Mal. Mal, ne? Genau, Mal. Ne, das war falsch. Gut, das läuft erstmal. Da ist nichts. Escape geht nicht immer. Das hier die einfache Werkbank, ne? Federhaarschmuck. Fasern. Kenne ich nicht, machen wir mal. Einer baut schon. So, da hinten wird auch noch abgebaut. Ach, die sind jetzt zu dritt oder so. Oder zu viert? Zu viert habe ich doch vier Stück hier. Okay. Ja, wäre schön, wenn die das Eisen auch abbauen. Ich weiß nicht, ob die das tun. Da hinten ist noch mehr von dem Zeug. Das holen wir da auch mal gerade weg. Also mit dem Abbauen läuft es hier eigentlich, ne? So, das ist hier erledigt. Jetzt ist nur noch das. Da geht aber keiner dran, ne? Warum nicht? Da sind sie jetzt am Abbauen, okay. Okay, ich muss aufpassen, dass ich zu voll bin. Ich bin zu voll, aber wir müssen noch diese Waffe bauen, ne? Haben wir auch noch nicht gemacht. Die muss man aber an der Waffenwerkbank bestimmt machen, die wir noch nicht haben. Ich schleppe zu viele Gegenstände mit mir rum. Ja, ich weiß. Eisen. Wolle. Steine. Palsfernen nehmen wir mal mit. Die können wir hier lassen. Die nehmen wir auch wieder mit. Da haben wir hier welche. Obwohl die im Hauptlager vielleicht besser aufgehoben wären. Und das haben wir noch hier. Das macht die zweite Kiste. Ah, da haben sie noch mehr reingeräumt, was hier nicht reingehört. Ne? Medizin. Da ist noch eine Palsphäre, die nehmen wir mit. Das kann auch hier rein. Na, guck, das war auch in anderen Kiste drin. Ne? Komm, das nehmen wir auch nicht mit. Das bleibt auch hier. Das wollen wir alles mitnehmen. Und die Bären bleiben noch hier. Kommen da rein. Oder da rein. Aber die werden schon fertig hier, nicht Escape drücken. Und hier können wir jetzt die Beeren noch reinschmeißen, dann haben sie genug zu essen hier. Oh, der Weizen wird direkt da reingemacht. Ist das richtig? Kann ich doch bestimmt irgendwie anders noch veredeln, ne, oder? Aber bestimmt nicht hier, ne? Was macht der Kochtopf? Der hat die Beeren schon fertig.
Aber da kann ich kein Weizen reinschmeißen. Okay. Gut, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.